Kinderclub stellt vor. Man braucht keine Ärzte. Es gab einmal eine etwas trotzige Prinzessin, die panische Angst vor den Ärzten hatte. Ach komm, Prinzessin, mach deinen Mund auf. A. Ah. Sag A, ah, Schätzchen. Sag doch A. Ah. Sag ich nicht. Alle wollten sie überreden. Das tut doch gar nicht weh. Wovor hast du denn nur Angst? Schau mal, ich hab gar keine Angst. Ah. Ja, ja, tut nicht weh. Ich kenne euch doch. Zunächst sag A. Ah, und dann gibt's eine Spritze. Na, guck doch mal. Das ist sehr interessant. Weißt du noch, wie wir mit dir gespielt haben? Man kann die Lunge abhören. Und Fieber messen. Oder eine Spritze geben. Ups. Genau! Ihr wollt mir nur eine Spritze verpassen. Spielen, das kann ich auch zu Hause. Und dafür brauche ich keine echten Ärzte. Man braucht überhaupt keine Ärzte. Gehen wir. Eigentlich braucht man Ärzte, sogar sehr. Ach was! Sie sind böse! Nein, Schatz, sie sind nicht böse. Sie helfen den Menschen, wieder gesund zu werden. Sogar die Hunde müssen manchmal zum Arzt. Ja, guck doch mal. Sogar unser Hund versteht, dass die Ärzte nichts Gutes sind. Dankeschön. Sie sind ja gar nicht böse, sondern ganz lieb. Bitteschön, gute Besserung. Eines sage ich euch zugleich. Ein Arztbesuch ist sehr hilfreich. Hast du Fieber und auch Schnupfen, musst du einen Doktor rufen. Leidest du an Bauchkrämpfen, geh zum Arzt, er wird dir helfen. Doktor, Doktor, mach es gut und dann bist du schnell gesund. Denn wachsen will doch jedes Kind. Ja, wirklich jedes Kind. Hab keine Angst vor Ärzten. Hab keine Angst vor Ärzten. Hab keine Angst vor Ärzten. Sie helfen dir von Herzen. Liegt man richtig krank im Bett? Der Doktor eilt zu dem Patienten. Titata, halte durch, er ist gleich da. Halte durch, er ist gleich da. Danke, Doktor.
hab keine Angst vor Ärzten. Seitdem hat die etwas trotzige Prinzessin keine Angst vor den Ärzten und möchte sogar selbst Ärztin werden. Eine Tierärztin, um den Tieren zu helfen. Hab keine Angst. Ich hör doch nur ab. Das tut gar nicht weh. So, und du brauchst dringend eine Spritze. Halt, halt! Lauf nicht weg! Oh, das ist doch für deine Gesundheit! Bleib hier! Ich will nicht essen! Es gab einmal eine etwas trotzige Prinzessin, die nicht essen wollte. Alle versuchten, sie zu überreden. Die Mama versuchte... Oh, schon wieder Suppe? Ist doch mindestens ein Löffel für Papa. Nee! Und Papa versuchte. Schon wieder Brei? Das schmeckt mir nicht. Ist doch mindestens einen Löffel für Mama. Nein! Und sogar der Hund. Geht's. Man bat der etwas trotzigen Prinzessin alle möglichen Speisen an. Das schmeckt alles nicht. Nein, das esse ich nicht. Ich will Schokolade und Kuchen. Süßigkeiten nur nach dem Essen. Und wer nichts gegessen hat, bekommt keinen Nachtisch. Ach so? Na dann... Dann esse ich gar nichts. Und sie aß tatsächlich nichts. Der König und die Königin wurden traurig. Sie wussten nicht, was sie machen könnten. Aber dann machten sie sich Gedanken und dachten sich etwas aus. Man sagt mir, ich sei ein kleiner Bengel. Ich will auch. Lass mich. Hä? Wieso? Bin ich etwa kleiner geworden? Hä? Wer keine Milch trinkt, wächst nicht. Hä? Na und? Ist mir doch egal. Man sagt mir, ich sei ein kleiner Bengel. Sie kommt. Hey, warum ist der Ball so schwer geworden? Wahrscheinlich hast du nicht gut gegessen. Tja, ich wollte ja sowieso mit Puppen spielen. Hey, lass das, wo läufst du denn hin? Warte auf mich, ich kann nicht so schnell. Oh, Mann, ich bin so müde. Ui, was ist das denn? Ich hab Hunger. Gar keine Kraft hatte die etwas trotzige Prinzessin. Deswegen musste der Hund sie tragen. Bring mich in die Küche. Soll ich das essen? Nein, das schmeckt nicht. Weiter. Das ist das Richtige. Thank you.
ist los? Das passiert mit denen, die zu viel Süßes essen. Haferbrei ist süß und lecker und ich will jetzt gar nicht meckern. Um den ganzen Tag zu spielen, will ich alles hier probieren. Pfannkuchen mit viel Milch, schon viel stärker. Seitdem isst die etwas trotzige Prinzessin immer gesundes Essen und verlangt sogar Nachschub. Und die Süßigkeiten? Nur nach dem Essen zum Tee. Es gab einmal eine etwas trotzige Prinzessin, die keine Mütze tragen wollte. Aber dann kam der Winter. Was soll sie machen? Wie soll sie draußen spielen? Weg mit der Mütze! Man gab ihr viele verschiedene Mützen zur Auswahl. Die Mama gab ihr Mützen. Ja, juckt, kitzelt, drückt, ich will nicht. Der Papa gab ihr Mützen. Nein, gefällt mir nicht. Zieh ich nicht an. Und sogar der Hund gab ihr eine Mütze. Nein. Keine einzige Mütze gefiel der etwas trotzigen Prinzessin. Und überhaupt ist mir viel zu warm mit der Mütze. Mit Bommeln, nicht mit Ohren, Mütze weg auf jeden Fall. Sie wird mich ganz sicher stören, Juckreiz krieg ich überall. Weg mit der Mütze, weg, weg, weg. Weg mit der Mütze, weg, weg, weg.
das Meer. Mütze ist für mich kein Retter, denn Kälte tut mir gar nicht weh. Weg mit der Mütze, weg, weg, weg. Weg mit der Mütze, weg, weg, weg. Weg mit der Mütze. Ich werd sterben. Glühend heiß ist nun mein Kopf. Oh, wie werd ich das überleben? Was am besten hilft mir prompt? Achiu! Weg mit der Mütze! Weg, weg, weg! Oh, mit Bommel und mit Fransen, auch mit Ohren, das mag ich. Wie ein Fuchs, das ist ja Wahnsinn! Überzeugt hab ich nun mich! Mütze, 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 zieh die Mütze schneller an. Mit der Mütze, glücklich wirst du sicher dann. Her mit der Mütze, her damit. Her mit der Mütze, her damit. Her mit der Mütze. Her mit der Mütze, her damit. Her mit der Mütze, her damit. Her mit der Mütze. Fahren. Gleich, ich kann mich nicht entscheiden, welche Mütze ich anziehen soll. Oh, alle sind so schön. Seitdem trug die etwas trotzige Prinzessin im Winter immer eine Mütze und erkältete sich nicht mehr. Ich will nicht teilen. Es gab einmal eine etwas trotzige Prinzessin, die nichts teilen wollte. Als die Königin den Gästen den Kuchen bieten wollte, schrie die Prinzessin plötzlich. Soll ich etwa den Kuchen teilen? Nein, auf keinen Fall! Das ist mein Kuchen! Die Gäste waren alles andere als glücklich. Ach Schatz, das macht man nicht. Ja, die Gäste waren sogar beleidigt. Du bist geizig. Du bist knauserig. Hey, das gehört mir! Halt! Gib das zurück! Mein Geschenk! Ach, was soll's. Lass uns den Tee trinken. Und die etwas trotzige Prinzessin entschied, nichts mehr zu teilen. Nein, das darfst du nicht! Das ist meine Rutsche! Hey, was soll das? Runter von der Schaukel! Sie gehört mir! Und das Pferd ist auch meins. Meinetwegen. Ich gebe dir auch nichts von meinen Spielzeugen. Und so spielte jeder nur mit seinem Spielzeug. Das ist mein Eimer und mein Pferd. Und das sind meine Förmchen und meine Puppe. Und das ist mein Bagger. Das sind alles meine Sachen. Und ihr könnt darüber lachen. Ja, ihr könnt darüber lachen. Aber teilen will ich nicht. Teilen ist doch gar nicht lustig. Ich will alles selbst benutzen. Ja, ich will sie selbst benutzen. Bitte lasst in Ruhe mich.
Timmy, kannst du ein Schloss für meine Puppe bauen? Ein Schloss? Mit links. Endlich kann ich ruhig spielen. Alles ist nach meinem Willen. Alles ist nach meinem Willen. Und das ist doch gar nicht schlecht. Ich spiele jetzt mit meinen Sachen. Aber ich will gar nicht. Ach, wie schön das Schloss ist. Der Turm fehlt noch. Aber dafür bräuchten wir den Eimer. Ja, und ein Pferd für die Puppe wäre auch nicht schlecht. Träumt weiter. Nichts davon kriegt ihr. Ganz allein gehe ich spazieren. Jetzt muss ich mich korrigieren. Muss mich leider korrigieren. Freunde haben ist nicht schlecht. Ohne meine besten Freunde habe ich auch keine Freude. Es macht wirklich keine Freude und es ist mir gar nicht recht. Eine Prinzessin braucht bestimmt ein Pferd, oder? Klasse! Und dem Schloss hier fehlt der Turm. Kann das sein? Was für ein Schloss! Unser Schloss! Es macht so viel Spaß zusammen. Mit Puppen spielen, Sand verbauen. Mit Puppen spielen, Sand verbauen. Das hab ich früher nicht gewusst. Aber jetzt versteh ich richtig. Freunde sind für alle wichtig. Ja, sie sind für alle wichtig. Und das ist mir jetzt bewusst. Seitdem weiß die etwas trotzige Prinzessin, je mehr man teilt, umso mehr hat man. Die kleine Zappelmaus. Es war einmal eine etwas trotzige Prinzessin, die es sehr liebte, auf dem Spielplatz zu spielen. Am liebsten hüpfte sie auf dem Trampolin. Mama, Papa, guck mal, wie ich hüpfen kann. Das ist super. Sehr schön. Außerdem fand sie Klettern einfach toll und Rutschen sowieso. Und ins Bällebad zu springen auch. Aber die Prinzessin nach Hause zu bringen, das war ein Problem. Prinzessin, komm mal her, wir fahren nach Hause. Ich will nicht. Komm schon, Prinzessin, wir gehen. Nein! Lass uns nach Hause gehen. Zu Hause ist es doch auch schön, oder nicht? Hier ist es aber besser. Prinzessin, komm da raus. Wir gehen jetzt. Und ich bleibe hier. In 5 Minuten schließen wir. Bitte verlassen Sie den Spielplatz. In 5 Minuten schließen wir. Bitte verlassen Sie den Spielplatz. Na, siehst du? Los jetzt! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Tschüss. Und bitte kommt morgen wieder, ja? Ach so. Prinzessin, wo bist du? Komm raus! Der Spielplatz schließt jetzt. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oh je, wo ist denn unsere kleine Prinzessin? Wahrscheinlich ist sie schon weggegangen. Prinzessin! Wo bist du denn? Für heute ist der Spielplatz geschlossen. Ihr könnt morgen wiederkommen. Kinder lieben, Kinder lieben.
üben auch sich zu bewegen. 1, 2, höher springen. 3, 4, bis unter das Dach. 5, 6, höher klettern. 7, 8, das ist cool. 9, das ist ganz oben. 10 ist einfach wunderbar. Kinder lieben im Bällebad tauchen. Alle Kinder lieben hin und her zu schauen. Ich habe eine Beule und habe mir den Fuß verdreht. Oh je. Seht ihr, da ist sie doch, da ist sie. Gefunden. Du hast uns aber einen Schrecken eingejagt. Wo bist du denn gewesen? Ich bin gehüpft und gehüpft. Ich bin so müde. Ich will nach Hause. Prinzessin, wir müssen gleich gehen. Nur noch einmal rutschen und dann los. Alles klar. Seitdem weiß die Prinzessin, dass es besser ist, mit dem Spielen aufzuhören, bevor man nicht mehr kann. Und jetzt nach Hause. Ich will mich nicht waschen. Es gab einmal eine etwas trotzige Prinzessin, die sich nicht waschen wollte. Morgen früh wäscht sich die Katze, putzt sich fleißig mit der Tatze. Lass uns deine Haare waschen, Schatz. Vom Shampoo brennen meine Augen. Auch der Bär wäscht sein Gesicht. Schmutzig bleiben will er nicht. Lass mich deinen Rücken waschen. Nein, der Waschlappen kratzt. Und Wasser? Wasser ist nass. Ich will mich nicht waschen. So wurde die etwas trotzige Prinzessin zu einem kleinen Schmutzfink. Iss mit Freude Marmelade, Hände waschen brauchst du nicht und verklecker mit den Händen alles drumherum um dich. Sagt der Schüttel aus dem Bett.
Rutsche runter, das macht platsch. Nimmst du die Stifte in die Hände, male dein Gesicht ganz bunt, gib der Fantasie kein Ende und dann läuft es alles rund. Von dem Duschen keine Rede, Shampoo-Seife gibt es nicht. Hände waschen, Haare kämmen, das ist alles nichts für dich. Kinder lieben es zu tanzen, in den Pfützen, in dem Matsch. Und sobald es wieder regnet, rutsche runter, das macht platsch. Keine Robbe, kein Delfin, deshalb kannst du auch laut sagen, Badezimmer hat keinen Sinn. Mache das, was ich dir sage, lasse Schmutz dort, wo er ist. Und dann werden alle staunen, was für ein Schmutzfink du doch bist. Kinder lieben es zu tanzen, in den Pfützen, in dem Matsch. Und sobald es wieder regnet, rutsche runter, das macht platsch. Prinzessin, komm raus! Wir wollen spielen! Ich geh schon. Oh. Ich habe Angst. Wer ist das? Ich weiß nicht. Wer bist du? Bleib weg. Was soll das heißen? Ich bin's. Eure Prinzessin. Du bist keine Prinzessin. Eine Prinzessin kann nicht so schmutzig sein. Ja, ja. Du siehst eher wie eine Vogelscheuche aus. Oh ja, das ist übrigens ganz passend. Wir brauchen gerade eine Vogelscheuche für unseren Garten. Sonst picken die Vögel alle Beeren weg. Aua! Aua! Au! Aua! Nein, ich bin keine Vogelscheuche. Ich bin ein Mädchen. Mama, Papa, ich will mich waschen. Sauber will ich bitte sein, ich wasche mein Gesicht ganz fein. Frisch und sauber will ich sein, meine Augen sollen strahlen, allen anderen gefallen. Seitdem wäscht sich die etwas trotzige Prinzessin jeden Tag. Und das gefällt ihr sogar, frisch und sauber zu sein. Ich will Fernsehen! Es gab einmal eine etwas trotzige Prinzessin, die sehr gerne Zeichentrickfilme schaute. Was gibt's hier noch Interessantes? Prinzessin, du hast schon viele Videos angeschaut. Spielen wir lieber etwas? Och, Papa, noch ein bisschen. Es ist doch alles so interessant. Hier, ein Film über einen cleveren Hund. Oh. Psst, sei mal leise. Es ist so interessant. Film über die Elefanten. Oh, ich liebe Elefanten. Oh, super. Mein Lieblingsfilm. Oh, ein Kochkurs. Wow. Prinzessin, wir wollen Brötchen backen. Willst du mitmachen? Psst, sonst höre ich nichts. Oh, es ist doch so interessant. Wie du willst. Oh, ein Zeichentrickfilm über Flugzeuge. Oh, ein Zeichentrickfilm über Eisenbahnzüge. Prinzessin, komm Tee trinken und Brötchen essen. Später. Das hier ist so interessant. Oh, ein Video über Prinzessinnen. Sie machen eine Teeparty.
schon irgendwo. Ja, das Leben eines Kindes ist der Hammer sowieso. In den Garten. Ich hab keine Zeit. Ich hab noch nicht alle Filme angeschaut. Oh, man lässt den Drachen steigen. Das ist interessant. Das hab ich ja noch nie gemacht. Na toll, abgestürzt, an der spannendsten Stelle. Was soll ich denn nur machen? Oh, mir ist ja schwindlig. Ui, ich sehe nur schwarz. Ich glaube, ich habe zu viel vor dem Bildschirm gesessen. Wer lacht denn da so lustig? Weiter nach links. Noch weiter. Damit er den Wind fängt. Ja, gleich. Warte mal. Genau, es hat geklappt. Hurra! Och. Oh, sie spielen da draußen und lassen den Drachen steigen und haben mich ganz vergessen. Und die Brötchen haben sie auch gebacken und den Tee ohne mich getrunken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kommt morgen wieder. Ja, geht ihr etwa schon? Ja, es ist schon Abend. Eine gute Nachtsendung schauen und ab ins Bett. Anschauen? Wieder anschauen? Oh, ich will nichts mehr anschauen. Bist du gesund, Prinzessin? Deine Augen sind rot. Warum wolltest du nicht mit uns spielen? Ich war beschäftigt. Na gut, wir müssen jetzt gehen. Tschüss. Tschüss. Wartet mal, kommt ihr morgen wieder? Wir können Tee mit Brötchen trinken und draußen spielen. Und ich habe auch eine Eisenbahn und ein Flugzeug mit Fernbedienung. Super, wir kommen morgen wieder. Bis morgen. Na toll, ich habe alles verpasst. Sei nicht traurig. Morgen ist ein neuer Tag. Genau, und den werde ich ganz bestimmt nicht verpassen. Hier, nimm das. Sieh stärker. Genau, das machst du einfach toll. Seitdem schaut die etwas trotzige Prinzessin ganz wenig fern, denn sie hat so viel Interessantes zu tun. Ich will nicht schlafen.
Es gab einmal eine etwas trotzige Prinzessin, die nicht schlafen wollte. Alle versuchten, sie in den Schlaf zu singen. Schlaf, Kindlein, schlaf. Dein Vater hüt die Schaf. Nein? Oh, wie so trügerisch sind Weiberherzen. Aber die Prinzessin sagte: Nein, ich will nicht schlafen. Der König war ganz verzweifelt. Mit dem Kissen nach dem König schmeißen. Die Königin war verärgert. Na, na, na. Der Hund lief sich die Pfoten und die Prinzessin gab nicht nach. Sie schlief einfach nicht ein. Die anderen nickten natürlich bald ein. Dann ging es los. Im Himmel schien der Mond. Die Sterne glitzerten. Die Eulen heulten. In der Dunkelheit sah alles ganz anders aus. Oh. Vögel schließen ihre Äuglein, Schlafenszeit. Doch zum Schlafen bin ich sicher nicht bereit. Fische lassen schlummern Bläschen, ich schau zu. Man sagt, ich soll auch schlafen gehen, doch wozu? Morgens sagte der König am Frühstückstisch: Oh, was für einen wunderschönen Traum ich heute hatte. Als ob ich 5 Stück Kuchen und 3 Kugeln Eis in der Waffel mit Schokoguss obendrauf gegessen hätte. Und du, liebe Königin, was hast du geträumt? Ich bin Achterbahn gefahren und habe dann Zeichentrickfilme geschaut. Was ist mit dir, Prinzessin? Was hast du so Schönes geträumt? Die etwas trotzige Prinzessin wusste gar nicht, was sie sagen soll. Mittlerweile konnte der Hund schon kaum abwarten, mit der trotzigen Prinzessin draußen zu spielen. Und Eis zu essen. Und Zeichentrickfilme zu schauen. Der etwas trotzigen Prinzessin war es überhaupt nicht danach. Abends sagte der König: Macht heute kein Bett für die Prinzessin. Die Prinzessin wird die Sterne beobachten. Auf keinen Fall. Ich hab heute viel vor. Ich muss mir ganze 2 Träume träumen. Den von gestern und den von heute. Seitdem schläft die Prinzessin nachts.
und träumt immer wieder etwas ganz Schönes. Ich will nicht verlieren! 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe eine 6. Eine 6. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ich habe auch eine 6. Oh, das ist unfair. Ich spiele nicht mehr mit. Wo hat sie sich wohl versteckt? Aha, gefunden! Ja, das ist gegen die Regeln! Echt? Warum? Was machst du, Schatz? Der Springer kann so nicht laufen. Mein Springer kann das. Der Springer läuft L-förmig. Ich habe es dir doch schon gezeigt. Von mir aus, spielt dann ohne mich. Oh. Oh, 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 oh. Was sagt Mama dazu? Nicht meine Schuld, das war der Hund. Und so kam es dazu, dass niemand mit der etwas trotzigen Prinzessin spielen wollte. Kein Wunder. Wer möchte auch mit solch einem Mädchen spielen? Stimmt, keiner. Aber alleine klappte das Spielen auch nicht besser. Na, schlechtes Spiel. Was ist denn daran schlecht? Ich schaffe es nicht, das klappt nicht. Aber das ist doch auch das Gute daran. Ja? Das verstehe ich nicht. Aha, ich erkläre es dir. Hör mal gut zu. Nicht nur Sieg, auch Niederlage gibt es, manchmal muss ich sagen. Aus dem Fehler kann man lernen, hat ein klüger Mensch gesagt. Hat man Mühe sich gegeben, wollte man den Sieg anstreben, dann hat auch der Gewonnene, wer eigentlich verloren hat. Keine Angst vor dem Verlieren. Es lohnt sich wirklich zu probieren. Du wirst trotzdem stärker, schneller und dabei hast du auch Spaß. Macht es nichts mal zu verlieren? Niederlage zu kassieren bringt dir wertvolle Erfahrung. Dafür sind die Spieler da. Oft im Leben heißt es lernen, dein Talent kann sich verbergen. Und dann kann es nicht so einfach, gar nicht einfach für dich sein. Hast du gerade schlechte Phase, fass dich einfach an die Nase. Glaub an dich und deine Gabe, dann wird alles wieder fein. Keine Angst vor dem Verlieren. Es lohnt sich wirklich zu probieren. Du wirst trotzdem stärker, schneller und dabei hast du auch Spaß. Macht es nichts mal zu verlieren? Niederlage zu kassieren bringt dir wertvolle Erfahrung. Dafür sind die Spieler da. Keine Angst vor dem Verlieren. Es lohnt sich wirklich zu probieren. Du bist trotzdem stärker, schneller und dabei hast du auch Spaß. Macht es nicht mal zu verlieren. Niederlage zu kassieren bringt dir wertvolle Erfahrung. Dafür sind die Spieler da. Finger machen keine Fehler, deine Beine sind jetzt schneller. Du bist viel aufmerksamer, Augen sehen nun ganz klar. Nicht nur Sieg, auch Niederlagen gibt es, manchmal muss ich sagen. Eines Tages wirst du hören, Worte, die sind wunderbar. Glückwunsch! Oh, super! Gut gemacht! Toll! Klasse! Hurra!
Also die Gewinnerin ist die Mama. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht, Mama. Danke, mein Schatz. Na sowas, jemandem anderen zum Sieg zu gratulieren, ist auch sehr schön. Das ist aber neu für mich. Monster überall. Es war einmal eine etwas trotzige Prinzessin, die Angst in der Dunkelheit hatte. Ah! Hilfe! Hilfe! Ah! Was ist los? Was ist passiert? Tut es weh, mein Schatz. Was ist mit dir? Prinzessin! Monster! Monster? Welche Monster? Wo? Überall! Der König war sehr schlau und glaubte natürlich nicht an die Monster. Monster gibt es gar nicht. Das sind alles nur Schauermärchen. Hoppla! Schau mal! Hier gibt es keine Monster. So, wo verstecken Sie sich denn? Oh, danke schön. So. Sehen wir mal nach. Aha, hier ist etwas. Hier. Und die Monster? Keine Monster zu sehen. Also, hier gibt's keine Monster. Hier sind auch keine. Aha, glaubst du, sie sind dort? Na gut, dann wollen wir sie uns mal vorknöpfen. Tada! Wirklich überhaupt keine? Gar kein einziges. Und jetzt schlaf gut. Jetzt träum was Schönes. Bonna, du bleibst hier und passt auf die Prinzessin auf. Schläfst du? Bonna? Bonna, ich habe Angst! Bonna! Aber was ist denn hier passiert? Die Monster sind wieder da. Wirklich? Ja, es war richtig schlimm. Seht doch nur, was sie angerichtet haben. Ich habe den Verdacht, dass das jemand ganz anderes war. Ich habe eine Idee. Wir lassen einfach das Licht an. Dann wirst du bestimmt keine Angst haben. Trotzdem hatte die etwas trotzige Prinzessin Angst. Ich hab solche Angst vor Monstern, denn ich höre sie schon poltern. Sicher beißen sie was von mir ab. Liegen lange auf der Lauer, werden ganz schnell richtig sauer. Und wenn dann das Licht ausgeht, dann plötzlich. Hallo, Monster sind da, Monster sind da. Bitte nicht für
Schreckliche Gespenster, böse, blöde, schlimme, schreckliche, gruselige Viecher. In meinem Zimmer höre ich's nuscheln, außerdem höre ich was rascheln. Und am Fenster muss was sein und dann. Hallo! Monster sind da! Monster sind da! Bitte nicht! Sind überall. Das eine war so groß und machte Stampf, Stampf, Stampf. Und das andere so schrecklich mit 3 Schwänzen und 7 Beinen. Wartet mal. So eins war's. Beine riesig, Arme noch größer, gewaltige behaarte Ohren und auf dem Kopf, ich weiß nicht mehr, vielleicht Hörner oder... Eine Mütze. Aber nein, es war ganz schrecklich. Und dieses hat eine Mütze und ist lustig. Das ist so lustig. Das ist kein Monster, sondern ein Clown. Hab die Monster bös erschreckt, doch dann hab ich es schon entdeckt. Sie haben ein Versteck für ihr Geheimnis. Oh, wow. Monster tun nicht böse Sachen, denn sie bringen dich zum Lachen und sie sind so lustig für ihr Leben gern. Monster lachen wie du, Monster lachen wie du, Monster lachen so gern wie du. Monster lachen wie du, Monster lachen wie du, Monster lachen so gern wie du. Ui, ich bin so müde. Dann leg dich ins Bett. Und den stelle ich hier hin. Er ist das Lustigste. Und jetzt träum die süßesten Träume. Ich werde von lustigen Monstern träumen. Seitdem hat die etwas trotzige Prinzessin keine Angst mehr in der Dunkelheit. Denn die Monster sind zu ihren Freunden geworden.